So, da wären wir wieder und es gab viele hilfreiche Tipps. Zum einen sollte ich doch eventuell Kabinetts oder Closets, wie hießen die nochmal die Dinger, also Schränke in die Zwergenzimmer tun, damit sie ihre Klamotten verstauen können. Und das dürfte sogar klappen, das probieren wir gleich mal aus. Also B und wir hätten gerne ein Kabinett. Das tun wir mal einfach in die vollgestopftesten Zimmer. Oh, haben wir eine ganze Menge von. Also von den Kabinetts. Vollgestopfte Zimmer auch, aber das ist erstmal nur testweise, denn eigentlich sind die Kabinetts ja für die Adelszimmer gedacht. So. Wo wir gerade schon mal hier sind, ich glaube, das Zimmer gehörte, also eins von den Zimmern gehörte hier noch Gerogon. Das sollten wir ihm mal wegnehmen, sonst schläft er irgendwann aus Versehen hier drin und meckert dann, dass er, genau, dass er schlecht geschlafen hat. Das ist jetzt also wieder frei. Und sind da eben gerade alle Klamotten verschwunden? Habe ich mich verguckt? Das wäre doch mal interessant. Machen wir einfach mal das Zimmer jetzt frei. Nö. Alle Klamotten noch da. Ups, da habe ich gerade jemanden sein Schlafzimmer weggenommen. Na gut, Türen können wir auch ein paar setzen, wo wir schon mal hier sind. Granittüren haben wir wie viele? 27 Stück. Ah, ist doch mal schick. Diese Großaufträge, die ich dazwischendurch mal mache, lohnen sich ja doch. Ja, und wir haben hier unten wieder Chert- und Jet-Türen. Ja, ich habe es ja schon mal angedroht, aber irgendwann werde ich echt eine ganze Folge lang nur damit verbringen, irgendwelche optischen Sachen zu verändern. Also Wände rauszureißen, neu zu bauen, Türen umzusetzen und so weiter. Aber das wollen wir nicht jetzt machen. Jetzt haben wir Wichtigeres zu tun. Also, der eine Hinweis waren halt die Cabinets. Die gucken wir gleich mal, ob die funktionieren. Dann müssen wir unbedingt, unbedingt, unbedingt ganz, ganz viele Stoffsachen herstellen. Denn ein anderer Zuschauer hat schon das Problem, dass alle seine Zwerge Naki da herumlaufen und deswegen doch recht verstört sind. Was ich nachvollziehen kann. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wie viel Stoff wir haben. Wir haben ja gerade recht viel in das Hospital getragen. Threadlocks, Cloth. Und dann müssen wir uns auch suchen, aus was wir alles herstellen wollen. Denn ich werde mir jetzt ein Set überlegen, das alle unsere Zivilisten tragen sollen. Also zwei Socken, zwei Paar Schuhe, eine Hose und ein Shirt wahrscheinlich. Das sollte aber doch bitteschön alles aus demselben Stoff hergestellt werden. Am besten auch ein Stoff, den wir selber herstellen können. Da würde sich dann Pigtail anbieten. Wobei ich zugeben muss, ich habe selber noch nie Stoff hergestellt. Also im Fort selbst. Ich habe das immer nur importiert. Und wir sollten uns nicht auf Importe verlassen. Jedenfalls nicht langfristig. Das heißt, wir machen die ganzen Sachen aus Pigtail. Das wird bestimmt nervig. Also verbieten wir das und das und das. Das heißt, wir haben nur 20 Stück Stoff. Das wird nicht sehr viel werden. Und dann gucken wir, was wir alles aus Cloth herstellen können. Also, ein Kleid, eine Robe. Ich glaube, Robe bedeckt fast den ganzen Körper. Das würde schon mal Sinn machen. Eine Hose. Ich glaube, Unterhosen müssen Zwerge nicht tragen. Die gehen halt Kommando-Style. Das passt schon. Aber Schuhe. Schuhe können wir aber auch aus Leder herstellen. Also machen wir jetzt mal Socken. Kloss. Sock. 20 Stück. Wir werden richtig, richtig, richtig viel Stoff brauchen. Aber ja, hoffentlich ist bald der Herbst da und dann können wir mit den Zwergen tauschen. Die dürften auch Pigtail Kloss dabei haben. Die stellen ja selber ihre Sachen aus, auch aus den Sachen her, die Zwerge so haben. Und das ist halt Pigtail. Und da werden wir den ganz, ganz, ganz viel von kaufen. So, damit hat der Stofftyp schon mal was zu tun. Wie schaut's aus mit Shift C, Boden? Wir hätten gerne das Hospital ein wenig ausgebaut. Und dafür brauchen wir wieder Granitblöcke. Und wir haben jede Menge. Sehr schön. Also wir können da Granitblöcke setzen und da drüben können wir die Straße weiterbauen. Da brauchen wir aber keine Floors, da brauchen wir eine stinknormale Straße. Sonst verbrauchen wir viel zu viele Blöcke. Dann ist die Straße auch gleich fertig. Schön, schön. So, da noch hin. Da noch einmal rum und dann sind wir fast durch. Dann müssen wir nur noch mal einmal hochziehen bis zum Depot. Dass da auch ja nichts unterwegs irgendwie im Weg ist, was hochwuchern könnte und den Weg blockieren. So, und ein noch, vielleicht sogar zwei.
Gucken wir mal, ob es hinhaut. Ah, da ist erstmal das Floodgate im Weg. Ein zurück. So. Und hier unten noch eine Mini-Straße hin. Jetzt sieht das natürlich ein bisschen doof aus wegen dem Floodgate, aber das kann ich jetzt nicht ändern. So, die Straße wäre fertig. Die Straße da draußen können wir auch noch weitermachen. B. Oh, was war das jetzt gerade? Warum ist er sauer? Er hat keine Kisten. Warum hat Gerugon keine Kisten? Immer diese Ablenkung. So, hier ist Gerugons Zimmer. Stimmt, er hat keine Kisten. Wir hätten gerne einen Container. Kann ruhig im Schlafzimmer sein. Und es kann auch ruhig aus Jet sein. Ja, okay. Solange es auf beiden Seiten gleichmäßig ist. So, und da auch noch einen. Das hätten wir auch schon mal gemacht. Wir waren aber eigentlich gerade dabei, die Straße weiterzubauen. Also B, O. Da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr im Weg sein. Ja, schaut gut aus. So, und der war aus Chert. Und gucken, wie weit wir hier kommen. So. Da fällt mir gerade ein, die Stoffsachen, die wir jetzt in Auftrag gegeben haben, sind eigentlich nicht ganz so wichtig. Eigentlich hätte ich lieber mal ein paar Roben herstellen sollen. Denn barfuß geht ja noch. Aber so sonst Nakidai wäre ein bisschen komisch. Also ich stelle mir gerade 60 Zwerge vor, die Nakidai rumlaufen und nur Socken anhaben. Ja. Na gut, wird alles mit der Zeit kommen. So, Straße weiterbauen. Und immer noch nichts im Weg. Sehr schön. Und der Eingang ist sogar symmetrisch. Wie geil. Also die Straße führt genau zum Eingang des Höhlensystems und der Eingang ist in der Mitte der Straße. So muss das sein. Das macht den Gerugon glücklich. Was hatten wir noch? Ich könnte hier die Rampen wegmachen. Das war auch ein Vorschlag. Aber Rampen wegmachen ist immer so eine Sache. Denn theoretisch kann man einfach überall die Rampen wegmachen. Und dann haben die Goblins nur einen Zugang hier ganz oben. Und einen Zugang da ganz unten. Das finde ich irgendwie unrealistisch. Weil die könnten einfach runterhopsen hier, diese eine Etage. Also die Rampen lasse ich erstmal da. Dafür haben wir überall Hunde verteilt als Frühwarnsystem. Das müsste schon hinhauen. So, da sehe ich zum Beispiel einen Hund und da sehe ich einen Hund, das passt schon. So, habe ich noch was auf meiner Liste? Wir wollten die Seide wieder verbieten. Das habe ich aber, glaube ich, schon gemacht. Oder wir haben sie schon verbraucht, denn ich habe eben keine Seide gesehen. Nee, die haben wir mit verboten. Und wir haben nur noch ein Stück. Das war knapp. Okay, das hätten wir also auch. Dann habe ich auf meiner Liste nur noch die Außenmauer, die ich eventuell bauen wollte. Aber das war ja auch nur wegen dem Holz. Und für das Holz haben wir hier irgendwo... Hier irgendwo... Wo ist unser Wald? Da ist unser Wald. Also der Ansatz eines Waldes. Hier wollten wir auch noch einbauen und da auch noch. Ah, wie kommen wir da hoch? Also da geht's hoch. Hier ist dann kein Problem. Da bauen wir einfach da hoch. Gehen hier hin. Und da war das 1, 2, 3 mal nach oben. So, 1, 2, 3 mal nach oben. Das müsste jetzt eigentlich gleich aussehen. Gut. Und dann hier raus, daraus, 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 daraus die Stützpfeiler. Und das reicht erstmal. Die nächste Etage hier oben können wir andermal machen. So, Nestboxes. Die ist noch nicht geclaimed, die auch nicht. Und die auch nicht. War sehr komisch, die waren noch letztens geclaimed. Und ein Mandat von Gerugon. Diesmal habe ich es nicht übersehen. Seht ihr? So, und er will, was für ein Wunder, Crossbows haben. Okay. Wooden Crossbow 1. Ja, das ist echt einfach bei ihm. Da haben wir echt Glück. Und unsere Braumeister sind immer noch fleißig am Brauen. Aber nur einer? Ja, Liberty erholt sich wahrscheinlich immer noch davon, diese komische Unterhose hergestellt zu haben. Was ich immer noch irre komisch finde. Es ist übrigens kein Stringtanga. Es ist eine stinknormale Unterhose. Also keine Boxershorts, sondern so ein Slip. Sieht bestimmt immer noch ulkig aus, weil da waren ja Edelsteinstachel und Seidenstacheln dran.
Aber gut, lassen wir das. Was haben wir hier noch? Das Hospital wird gebaut. Ja, aber die Masons sind beschäftigt. Was ist mit den beiden Zwergen los? Einmal Osaldo und Nardris. Die scheinen beide grumpig zu sein. Und der Unaussprechliche auch. Aber das wird bestimmt sein, weil sie so lange eingezogen waren. Aber da können wir nichts ändern. Also nicht eingezogen, sondern stationiert. Also auf Patrouille gewesen. Unten im Höhlensystem. Da hatte ich die ja vergessen für eine Zeit lang. Ups. Aber wo Höhlensystem? Ist der Marbel da schon abtransportiert worden? Ja, schaut gut aus. Dann können wir die Tür hier nämlich wieder zumachen. Und was ist das da für ein Viech? Eine nackte Mole ist ein... Die Dinger, die immer im Garten sind. Maulwurf. Ein nackter Maulwurfshund. Ja, klingt nicht sehr furchteinflößend. Aber gut zu wissen, dass wenigstens endlich mal ein paar kleine Viecher hier auftauchen. Ich fand das ja schon echt suspekt, dass hier nichts war an Gegnern. Aber gut, nackte Maulwurfshunde, damit können wir leben. Tür machen wir trotzdem zu. Ich hoffe mal, ich habe hier niemanden eingesperrt. Man hätte bestimmt schon eine Fehlermeldung bekommen. Na gut, springe ich zurück zum Fort. Und wir haben schon wieder viel zu viele Leute draußen, die jederzeit angegriffen werden könnten. Aber ich kann doch nicht meinen Miliztrupp jetzt schon wieder losschicken. Okay. Da hilft nur eins, wir brauchen einen zweiten Miliztrupp. Wurde ja eh schon mehrfach gefordert von unserem inoffiziell nicht ernannten Vertreter der Miliz. Und dann nehmen wir einfach die Howler. Und die nennen wir jetzt um in... Das war falsch. V, Y, also. Du bist jetzt... Hammer. 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 Alle Hauler werden Hammer. Nein, erstmal nur 4, 5 Stück. Das sollte reichen. So, und du auch noch. Hammer. So. Gehen wir jetzt auf den Militärdingens. Gehen auf den hier. Und der Unaussprechliche wird jetzt aus dem Trupp rausgeschmissen. Und dafür machen wir einen neuen Trupp auf. Das geht mit C. Und wir haben keine Uniformen dafür. Erstmal keine Uniformen, wir machen später welche. Die Ivory war Ebenholz? Nein. Elfenbein. Die Elfenbeinlanzen. Na gut. Da kommt jetzt der Unaussprechliche rein, wenn ich den irgendwo finde. Und warum ist Webs da nicht in dem Trupp drin? Okay. Hier ist ein Platz frei. Also in dem alten Trupp, da kommt... Hä? Jetzt sehe ich Webs da nicht mehr. Komisch. Ach, vielleicht kann man Zwerge zweifach zuordnen. Das könnte natürlich sein. Aber das wollen wir gar nicht. Also, hier kommt jetzt nur der Unaussprechliche rein. Und dann die Hammerer. Die hier auch irgendwo rumschwirren müssten. Howler, 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 Mechanik, da. Hammer. Und... Wo versteckt ihr euch? Da. Gehen wir von unten lang. Da ist der nächste. Und das müssten jetzt alle gewesen sein. Das ist jetzt unser Hammertrupp. Den Namenlosen muss ich nochmal umbenennen in Hammerheld oder irgendwas anderes. Dass man erkennt, dass er der Anführer von dem Trupp ist. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Axtzwerge und 5 Hammerzwerge. So. Was mache ich denn noch? Erstmal gucken, ob wir noch Hammer haben. Waffen. Wir haben ganz viele Sachen zum Einschmelzen. Ganz viele Armbrüste. Zwei Handschwerter, Dolche, Trainingswaffen. Wir haben Maces.
ein Warhammer. Das sind, glaube ich, Zweihandwaffen. Die will ich nicht unbedingt haben. Ich will immer ein Schild da haben, denn es ist wesentlich wichtiger, dass die Zwerge überleben. Schaden können die auch später machen. Aber nee, wir haben keine ordentlichen Einhandhämmer. Das müssen wir ändern. Barren. Eisenbarren, 17 Stück. Kohle haben wir auch mehr als genug. Wie schaut es mit Stahl aus? Stahl haben wir gar keins mehr. Na gut, muss es halt erstmal aus Eisen sein. Obwohl, haben wir noch Pig Iron? Nur einen. Also wir könnten einen Stahlbarren herstellen. Nee, das bringt nichts. Also, JM, wir hätten gerne Iron. Was gibt's denn für Waffen? Es gibt einen Warhammer, es gibt eine Mace. Und das war's anhand anscheinend schon mit Hämmern. Also wird Mace die Einhand-Hammer-Variante sein. Na gut, Iron, Mace. Davon hätten wir gerne 10 Stück, denn der Trupp soll irgendwann ja auch mal voll sein. So. Jetzt habe ich eigentlich noch eine recht langwierige Sache, nämlich zu überprüfen, was für Rüstung wir jetzt schon alles haben. Und das ist recht unübersichtlich, wie ihr sehen könnt. Und genau deswegen will ich auch, dass alle unsere Zwerge das gleiche tragen. Weil dann wird diese Liste hier wesentlich kürzer. Ich suche jetzt eigentlich die Stahlplattenpanzer und die Stahlkettenhemden, wenn wir davon dann schon welche haben. Aber so wird das nichts. Kupfer-Breastplates haben wir 39 Stück von den ganzen Goblins. Haben wir gar keine Brustplatten? Das wäre jetzt irgendwie albern. Aber ich hätte schwören können, wir hätten wenigstens ein paar davon schon hergestellt. Ich sehe aber keine. Breastplate. Nö. Entweder bin ich blind oder wir haben keine. Blackbeard, nö. Komisch. Kugelleatherthong, ja. Helme. Helme haben wir auch nur die ganzen Hoods. Wobei ich ja eigentlich nur Hundehoods haben wollte. Haben wir aber auch nicht. Eisenhandschuhe haben wir. Stahlhandschuhe haben wir 2. Was auch nicht wirklich viel ist. Uns fehlt so viel Zeug. Wir müssen echt auf eine Eisenader stoßen. Da können wir alles aus Eisen produzieren. So, aber wir wissen schon mal, wir haben keine Brustplatten. Das heißt, JM, Iron Breastplate. Die brauchen aber 3 Barren pro Stück, also können wir erstmal nur 3 oder so herstellen. Ah, das wird noch echt schwierig. Wir könnten alles aus Kupfer herstellen oder die Zwerge einfach die Kupferrüstungen tragen lassen. Aber Kupfer ist echt nicht stark. Aber halt besser als nichts. Na gut, machen wir erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge rüsten wir dann die Hammerzwerge auch mit den Hammern aus, weil momentan haben die ja gar keine Uniform angelegt. Und gucken mal, wie wir das irgendwie hinbekommen, dass sie auch Waffen und Rüstung in die Hand bekommen. Also dann, bis gleich.